Also, mein Name ist Nathalie und die letzten, ich weiß gar nicht, 2 Stunden ungefähr, habe ich jetzt gerade das Monster Hunt Spiel gespielt und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wohne eigentlich in Wien und es war trotzdem super schön, die Stadt nochmal mit anderen Augen zu sehen, ein bisschen mehr auf die Details zu achten und eben die Monster, die Statuen, die versteckten Plätze und alles zu suchen und darauf zu achten. Und nicht nur die Sehenswürdigkeiten abzuklappern, die sowieso in einem Reiseführer stehen, sondern diese kleinen Sachen, die kleinen Monster zu entdecken, die eine tolle Geschichte zu erzählen haben, die ich sonst einfach niemals herausgefunden hätte. Also vielen Dank für diese Monster und die Hinweise. Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, dass man wieder ein bisschen zurückgeht zum Analogen. Und da sind Spiele, die auf einer analogen Basis münden und nicht jetzt eine App brauchen oder Internet oder sonst irgendwas, also wo man wirklich vom Start weg sagen kann, wir machen das jetzt und haben schöne Stunden gemeinsam, man arbeitet es gemeinsam. Meiner persönlichen Meinung nach gehört es wieder viel mehr in den Fokus gerückt, weil es das soziale Miteinander nicht nur stärkt, sondern vor allem auch lebhaft macht.